Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pikas Battlesport. Weiterhin mit unserem Gift-Team. Und heute bringe ich mit Kazumi, wie ihr schon kennt, mein physisches Mokmok. Dann Red Poops. Ja, ich bin froh, dass ich es noch nennen konnte. Mein Skunktang, das erste Skunktang, was ich eigentlich wirklich competitive spiele, weil sonst habe ich mit Skunktang eigentlich noch nie irgendwas gemacht. Und ich habe wieder Ich pick dich dabei. Mein Gegner bringt mit ein Farbigel, ein wirklich seltener Anblick. Ein Potrot und ein Latias. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ich muss dazu sagen, mein Gegner hat ja selbst zu sich gesagt, he loves shiny. Also müsste es ihn ziemlich gefreut haben, da ich in diesem Kampf zwei davon mit dabei hatte. Hier bekomme ich erstmal eine Pilzspore ab und gehe erstmal ordentlich einen Pofen. Was mir natürlich gar nicht gefällt. Wechsel aus auf Red Poops. Wo der Name herkommt, könnte man ja wahrscheinlich sehen. Und mein Gegner geht auf den Komprimat und ich denke mir so, warum, Junge, hör auf! Erstmal fetten Säurespeier drauf, um die Spezialverteidigung zu senken. Und wieder ein Komprimat und ich so, nein, hör auf, bitte! Finsteraura trifft nicht. Komprimator, Sexflucht. Ich dachte mir, nee. Da geht nur eine Möglichkeit. Red Poops sagen, Kollege in alle Richtungen pupsen und Treffer. Ja, das hilft manchmal. Unglaublich, aber wenn du dein Pumus sagst, schleudert die Attacke in alle Richtungen, dann funktioniert das manchmal. Jetzt kommt das Potrot. Selbe Taktik wieder. Erstmal ein Säurespeier drauf, was am Anfang nicht so intelligent klingt. Aber dank die Spezialverteidigungssenkung habe ich jetzt ein leichteres Spiel. Mein Gegner geht für den Delegator. Und ich muss sagen, bei Skunktang ist das auch so eine Sache mit... Das ist das gleiche, so ähnlich wie bei Turtok. Ich verstehe nicht, wieso der Flammenwurf aus der Spitze seines Schweifs kommt. Ich meine, wenn es aus dem Mund kommen würde, würde ich es ja nur verstehen. Wenn es aus dem, sagen wir mal, Hinterteil kommen würde, würde ich auch nur verstehen. Wieso es aber aus dem Schweif kommt, ist mir ein Rätsel. Hier kriege ich erstmal meine Salgebeere weggeschlagen, was mich aber jetzt eigentlich persönlich nicht so stört. Ich knall meinem Gegner eine Finsteraura und er benutzt hier den Krafttrick und schießt sich damit eigentlich komplett aus. Also wirklich, das war der dümmste Zug, den mein Gegner machen konnte. Mich jetzt hat er so gut wie überhaupt keine Verteidigung. Ich bin natürlich schneller, knock ihn mit der Finsteraura aus und zweiter Kill für Red Poops. Jetzt kommt das Latias und ich so, bin wieder schneller. Ich so, was? Also dieses Latias muss entweder nicht in Initiative trainiert sein oder furchtbar schlechte DVs darin haben. Der Draco wehre ich hier ab, was ziemlich gut für mich ist. Er geht jetzt auf die Mega Evolved, ist aber immer noch langsamer als ich. Ich gebe ihm wieder eine Finsteraura mit. Der Draco connected jetzt. Das werden Schmerzen. Du hast alle Chance, dass ich überlebe mit 15 KP. Ja, das wird Red Poops. Sweep. Finsteraura, das Ding ist immer noch langsamer als ich. Ich muss mal sagen, ich habe also so hohe Init Investment hat dieses Skunktang auch nicht. Von daher, ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen und irgendwie habe ich so langsam gefallen an einem Skunktang gefunden. Von daher, wir sehen uns natürlich im letzten Kampf dieses grandiosen Teams wieder. Mal sehen, wie dieser ausgeht. Bis dahin, ciao Leute!